Hallo, da geht's auch direkt weiter am Takt. Ja komm, den lassen wir auch mal irgendwie fliegen. Das ist jetzt nämlich gerade furz egal. 1. Januar 2000 im Übrigen. Immer noch. Was? Wie bitte was? Kampfraumschiff. Das ist großer Mist. Was ist das für ein Kasper hier? Terror in Sibirien, ja. Kann ich mal irgendwie den Firestorm hinterher schicken. Das Kampfraumschiff möchte ich eigentlich abballern. Ja, mit Sektoiden. Ach du Scheiße. Bin mir nicht ganz sicher, was ich mit dem machen soll. Ich lasse ihn erstmal gewähren. Ja komm, jetzt schieße ich über dem Wasser ab. Das hoffe ich zumindest. Na komm. Ja, dankeschön. Zurück. Und das blöde Kampfraumschiff. Ah, was blubbert das hier rum? Na egal. Oh. Nur direkt mal 5 Sekunden Ansagen hier. Warum zittert das so komisch? Naja. Transfer, Nordamerika, Illyrium. Bisschen Treibstoff hinschicken. Ach, dann lass die halt... Ach, guck, ah, ist jetzt schon wieder weg. Super, hab da ein bisschen geerntet, ist mir auch Wurst. Irgendwie ist das hier alles unrund gerade. Ich glaube... Vergelter. Etera Kampfraumschiff. Okay, das gibt Ärger. Da speichere ich direkt mal ab eben. Und spart das Spiel mal neu. Weil irgendwie, oh, es geht auf die Fresse. Jedenfalls, stottert das hier alles ein bisschen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, das ist jetzt mal besser. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt werde ich auf jeden Fall da angegriffen. Das gibt wahrscheinlich direkt auf die Fresse. Die kriegen mich nicht. Den schieße ich vorher ab. Das habe ich jetzt fest geplant. Ach du Scheiße. Oh, die machen aber direkt einen Kurs auf Chicago, wa? Oh je. Oh shit. Das wird wehtun, Freunde. Wir werden angegriffen. Unsere Bewaffnung ist für den Arsch. Und so haben keinerlei Rüstung, außer so ein bisschen hier. Und wir haben es mit Eterran zu tun. Zum Glück sind wir alle hier und die Eterra sind da oben. Kommen also mit, definitiv durch diesen Fahrstuhl oder durch die Hangars. Und das wird fürchterlich auf die Fresse geben. Ich habe nicht mal genug Munition für alle. Und das ist schon ein Problem in der Tat. Also nicht genug Waffen, Munition ist ja sowieso Wurst. Ah, du bist ein Vollidiot. Beziehungsweise ich, weil ich steuere den Sack ja auch noch. So, falls ihr gleich eine Blastebombe reinfliegt, einfach mal Leute in Sicherheit bringen. Und auch noch Eterra, ey. Ach, das muss ja nicht sein. Hier wirklich keine andere Möglichkeit reinzukommen. Ich hoffe mal nicht. Puh. Eine zweite Feierstaffel auf. Feuerstaffel mal aufmachen hier. Hallo Katze? Ja, Katze. Schmusen ist gerade nicht. Dahin. Du Clown. Katze, nein! Bist hier. 30, das könnte ich ja noch schaffen. Hopp. Und du Dödel, du gehst mal nach da oben. Ach, musste das sein, echt. 103 haben wir noch. Aber wir fliegen gleich die Blastergranaten und Bots und sowas so um die Ohren. Das wird nicht schön. Aber gut, dass ich die Leute hier gelassen hatte, tatsächlich. Weil die sind ja extra dafür da, dass wir die Basis angegriffen wird, die Gegenwehr leisten können. Anderen Lebenszweck haben die Jungs ja nicht mal hier. Wolfgang Richter. Da mal hin. Bei den Ätherern allerdings dabei diese komischen Bots, und die sind rein zufällig allergisch auf Laserwaffen. Das finde ich sehr gut. Deswegen wäre vielleicht tatsächlich eine Chance hier, weil ich da nicht so wirklich dran glaube. Aber erstmal alle in Position bringen, so einigermaßen. Und jetzt gibt's auf die Fresse. So, die bleiben da alle mal so stehen. Genau, da, sie stehen da auch gut. Hopp. Die stellen wir allerdings noch hier auf. Und zwar so, dass da, wenn dann eine Blasterbombe tatsächlich reinfliegt, einigermaßen sicher sind. Und die sofort die Position von den Leuten hier übernehmen können. Die jetzt Plasmawaffen könnte ich mich ja durch die Wand schreddern, so einmal hier so. Pssst. Das wäre ganz cool, aber haben wir leider nicht. Baller, falsch gelaufen. Nein! Ja, komm. Wo seid ihr, Penner? Auf 1, dann explodiert es nach der Runde der Außerirdischen. Mal gucken, ob was bringt. Oh, da ist er. Feuert doch, ihr Säcke! Haha. Oh, 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 shit. Das war zum Glück, der gerade die Granate geschmissen hat. Oh Gott. Jetzt hier, schweres Feuergefecht. Mein Gott. Du Penner. Das ist das Problem bei den Ätherern. Da zum Glück ist das ein Vollidiot. Feuert doch! Und coole Angelegenheit. Oh, ich bin verlaufen. Das ist quasi der erste Breach hier gerade. Das ist ungut. Der wird wahrscheinlich sterben. Ja, ist war klar. Verdammte Äthera. Ah, da pflanzt sich das auf die verdammte Kacke. Nichts, womit ich den irgendwie jetzt gerade betäuben könnte. Hilft nichts. Wir müssen jetzt mal in den Gegenangriff übergehen. So. Unsere Ränge wieder auffüllen. Die wissen dummerweise auch, wo sie ist. Die Moral ist schon angekratzt. Deswegen Sturmangriff. Oh, Penner, kannst du mal. Ah, fuck. Ja. Och, brecht doch nicht alle in Panik aus. Scheißegal, komm. Scharf machen können wir die dummerweise nicht. Ist in Panik ausgebrochen und die hat ein Ei am Wandern. So, der Terra. Ja, Tobsusanfall ist relativ okay. Ja, du bist eine Wurst. Komm her. Wie viel brauchen wir die, um die zu werfen? 12. Dafür. Hat ja nicht noch genug von den Dingern, oder? Steht natürlich direkt vor der Tür, der Bastard. Ey, ihr seid alles Kackfotzen, ne? Herr Hafner, würden Sie bitte Ihr Lasergewehr aufheben? Dankeschön. Du komischer Knacker, du kannst auch mal so machen. Sowieso nicht rumballern. Da liegen ja inzwischen genug Waffen rum. Da muss ich die schnappen. Ja, könnt ihr gerne kontrollieren. Moin. Blaster. Na du Clown. Hat sie Zeit? Ja. Hat sie ihre Granate schon scharf? Nein. Der Blaster muss entsorgt werden. Hilft nichts. Die Füße, die Sau. So. Oh shit, da wollte ich hingucken. Ja, du Clown, ist deine Granate schon scharf? Nein, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich den erwische mit der Granate. Das ist das Blöde bei den Ätherern. relativ zielgenauen Schnellschuss. Da trifft der Wupp nichts, der Mann. Los, David. Und grabbel dir mal so eine Waffe. Hat irgendjemand hier? So, da musst du hin. Erledige den Toten. Den kannst du nicht als Waffe benutzen, Alter. Alle Hack. Ah, was soll's. Genosse, du kannst da mal hin. Ja! Blödes Arschloch. Ist vielleicht der nächste. Ist ungut. Ui, ui, noch einer. Ist die Granate scharf, Babe? Nein, ist ungut. So. Ich kann mich alle mal. Plasmawumme finde ich auch gerade irgendwie viel geiler. Er lebt sogar noch. Ist ja wunderschön. Ich weiß ganz genau, dass hier gleich so eine Blasterbombe reinfliegt. Also es ist nur eine Frage der Zeit, um es so auszudrücken. Nein! Ah, das ist ja dumm. Moin! Ich bin die Neue. Ich bin die mit den besseren Waffen. Oh Mann, weg hier. So. Da habe ich mich einmal verklickt und gleich sowas. So, da steht noch so ein Eimer rum. Okay, dann wirf doch da mal hin, jetzt. Oh. Kannst nicht mal. Wollte sich hier nochmal eine Waffe schnappen, der Typ. Oh, liegen gleich zwei. Wumpel. Sauber. Yes, das genau, das wusste ich. Das ist eine blöde Sau. Ja. Ihr Dreckspenner, ey. Zum Glück baut die X-Com ihre Bunker ziemlich gut. Ich hoffe nur, dass sie mir den Fahrstuhl nicht zerbomben. Penner, Alter, jetzt baller ich dich um. Oder auch nicht. Panikartige Flucht. Komm hier. Bumm machen können wir auch, ja. Drecksau. Fliegt ja auch unter Garantie gleich die nächste Bombe rein. Das ist irgendwie ungut. Hier alle mit gezündeten Granaten durch die Gegend eiern. Hier am Arsch. Pff. Ja, da liegt so gut im Rucksack. Wer ist der Meister hier? Oh. die Russen. So. Alle hopp. Und mit Granate wegschmeißen. Oh! Wusste ich doch, da ist einer. Schieß doch auf den Sack. Oh, scheiße. Ach, da oben. Okay. Will ich auch mal sagen. Gut. Ausgezeichnet. Zielt besser, wenn er die Hand frei hat. Und diese Dinger sind empfindlich auf Laser. Wenn man mit den Dingern mal treffen würde. Ha, Dreckspenner. So. Die ist nicht gezündet. War die gezündet? Ist auch völlig Wurst. So. Moin Kollege, ha? Ist der Gegenangriff. Ah, Granate. Mist. Oh, verblutet auch. Sag ich mal Angriff. Du Sack. Ich will nicht, dass Silvi stirbt. Oh, Alter. Oh. Ist gerade nicht so gut. Wenn wir so einen Laserwaffenfriegel dahin schicken. Und noch einen. Lebt noch. Ist ausgezeichnet. Also noch. Muss ich auch dafür sorgen, dass es bleibt. So, der Typ geht es ja wieder gut hier. Wolfgang. Ja, dem vertraue ich aber nix, ey. Der geht hier in die Abschleppkammer, komm. Ach, er schon wieder. Ja, nimm deine Kackwaffe. Nimm deine Waffel in die Hand und stürm. Eine ist wohl tot da rechts. Ah ja, komm, gib's mir, Baby. Mist. Shit. Die wollte ich eigentlich retten. Jetzt brechen sie alle wieder in Panik aus, weil es Pussys sind. Und dann bringt doch nix. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ja, im Arsch. Jetzt so blanker Wut. Komm. Wenn hier ein Psy-Training durchführt, dann wird das auch besser mit den blöden Terran. Ja, komm, gib's mir. Was alles Würste seid ihr. Also noch irgendwo ein Äthera sein. Warum kann er da nicht hinwerfen? Land Kasper ist. Toter Etera, das ist immer wieder ein schöner Satz. Hier irgendwo drin, das kann ja auch noch wieder sein. Ja, Wolle, der kann ja gar nichts, ey. Ach, noch einer. Ganzes Wolle-Rudel hier. Ja, komm. Dann tob doch, Würstchen. Ah, ausgewichen. Ah. Ja. Nein! Brett Stewart, wer ist das? Und das Ding ist jetzt, wenn ich ihn jetzt erschieße, den Typ, den Etera, wo er einen von mir kontrolliert, dann werden diese Mitarbeiter hier vermisst. Ja, in meiner eigenen Basis werden diese Leute vermisst und sie kommen ja auch eigentlich nicht wieder raus. Das ist völlig beknackt. Ach komm, ernsthaft. Also wollte ich eigentlich nicht, dass sie... Ich sehe keine Waffe mehr. Ja, zum Kotzen. Ja, Panik ist okay. Jetzt hoffe ich, ich finde den wieder hier oben. Ich hoffe jetzt auch, dass er blutet. Aber das ist meistens leider nicht der Fall. Ah, dumme Nuss. Komm. Ich suche den da oben. Ach genau, da war er doch gerade. Der Typ hier. Man spurt. Jetzt ist die eine gleich auch wieder tot. Ne, noch nicht. Ja, komm, Panik ist Wurst. Viel kann er nicht mehr haben, der Junge hier. Ich hoffe, das war's. Dankeschön. 9 verloren, 11 getötet. Was für ein ekelhaftes Massaker. Aber gut, mal was anderes. Ja genau, fördert die doch mal. Penner eher. Also, euch habe ich es gegeben, wa? Ja, das war's auch mal wieder für heute. Es war interessant. Auf jeden Fall hat meine Taktik funktioniert, auch wenn ich ein paar mehr Leute verloren habe. Aber hilft ja nichts. Ist auch nur die C-Kategorie, Leute, Jungs da. Sie können ja alle auch nichts. So, bis die Tage. Tschüss.